Ich versuche viel zu verstehen, aber eine Sache verstehe ich nicht. Ich werde oft gefragt, wie ich mich fühle als Jude innerhalb dieser Gesellschaft. Das habe ich vorhin schon gesagt. Ich habe mit der Gesellschaft keine Probleme. Ich habe mit mir selbst Probleme. Ich überlege, wie ist das am Tage, habe ich eine Distanz zu dem, was damals passiert ist. Aber in der Nacht kommt es über mich. Und ich sage, wie ist das möglich im 20. Jahrhundert? Hier haben ja auch innerhalb der Ortschaften haben Juden gelebt, waren Ärzte, da waren auch vielleicht Handwerker, waren das. Die haben die Kinder gemeinsam erzogen. Die haben sich besucht, die wussten doch, konnte doch nicht ein Führer kommen und sagen, hier, das sind alles Verbrecher, das mussten sie doch besser wissen. Und das kann ich nicht verstehen und da werde ich wohl dumm sterben. Ich kann nicht begreifen, wie man normale Menschen zu Mördern machen kann. Das verstehe ich nicht. Wo haben Sie früher gewohnt bzw. gelebt, bevor Sie in den KZ kamen? Geboren bin ich in Lodz. Das war damals Polen. Da bin ich geboren und da habe ich auch meine Kindheit und meine frühe Jugend verbracht. Ab wann fing die Hetzjagd für Sie an? Ja, die Verfolgung, das war noch zu ertragen. Die Verfolgung fing an. Der Zweite Weltkrieg begann am 1. September 1939. Kurz darauf waren schon deutsche Truppen bei uns in Lodz. Und da fing es am Anfang mit Schikanen an. Das werde ich nachher auch noch darüber sprechen. Schikanen spezifisch gegen Juden. Da waren jeden Tag an den Wänden Anschläge. Einmal durften wir keine Parkbänke besetzen. Einmal wurden alle Clubs, Sportclub, Gesangvereine, Schulen, Parteien, alles, Bibliotheken, alles wurde nicht auf einmal. Jeden Tag kam was Neues. Haben Sie einen Judenstern getragen und wenn ja, wie war das für Sie? Da hatten wir keine Möglichkeit für Gefühle. Da gab es nur ein Überlegen, ein Überleben. Wir haben nur gedacht, was kommt morgen? Das ist noch, na gut, das hat ein bisschen wehgetan. Aber das ist eine Sprache der Würde, ob man gezeichnet wird oder nicht. Aber das war auch nicht so lange, denn nachher kam wiederum eine Verfügung, dass die Juden alle in ein Ghetto zu internieren sind. Das Ghetto war in der Altstadt von Lodz und das hat sich dermaßen abgespielt. Morgens um 6 Uhr kamen deutsche Soldaten. Ich kann mich jetzt nicht festlegen, waren es SS, waren es Wehrmacht oder war es gemischt. Ich kann das nicht sagen. Wir mussten alle innerhalb ganz kurzer Zeit mit Knüppeln, mit Geschrei, mit Dings. Wir mussten die Wohnung schnell verlassen. Und wir hörten Schüsse. Ich war jung, ich konnte. Ich konnte schnell runterkommen auf die Straße, aber es gab in einer Bevölkerung sind alte Menschen, gehunfähige Menschen, kranke Menschen, die wurden erschossen und wir wurden unter Bewachung in das Ghetto von Lodz gebracht und wurden umzäunt und wir waren gefangen. Wir waren gefangen in dem Ghetto. Ich möchte das so sagen, im Ghetto wurde nicht mehr geschossen, da wurde vor Hunger gestorben. Buchstäblich. Die Zuteilung waren in Gramm, 20 Gramm das, 20 Gramm jenes, auf Kooperativen. Dann bekamen wir Bezugsscheine, mussten uns melden, 20 Gramm rote Rieben, 30 Gramm das, Marmelade. Die Menschen waren so entkräftet, sie mussten sich an den Wänden festhalten, sie konnten nicht mehr aufrecht gehen auf der Straße. Das war schlimm. Ich möchte vielleicht sagen, da ging ein Mädchen durch die Straßen des Ghettos, ein 17-jähriges Mädchen, und hat gesungen, Schwester, Brüder, habt Erbarmen. Schrecklich groß ist die Not, gebt den Toten Kleider, gebt den Lebenden Brot. Und so war es. Also es war, ich habe buchstäblich manche Tage überhaupt nichts gegessen und ich habe gesehen, ich werde da vor Hunger sterben. Eines Tages, irgendwie bin ich doch hingekommen, habe ich gesehen, den Anschlag an der Wand, dass es die Möglichkeit gab, sich zur Arbeit zu melden außerhalb des Ghettos. Und ich habe mir gesagt, alles, was kommen wird, wird besser sein, als das, was ich damals hatte. Da wäre ich noch ein bisschen und ich wäre eingegangen. Also ich habe mich gemeldet. Kurze Zeit darauf bekam ich so, wie man so schön sagt, einen Gestellungsbefehl. Ich habe mich also dahin gegeben, meine Mutter hat mich begleitet. Da standen schon offene Lastwagen. Ich habe mich von meiner Mama verabschiedet, so als würde ich sie nach 2, 3 Monaten wiedersehen. Ich habe sie nie wieder gesehen. Hätten Sie gedacht, dass die Menschen zu solchen Taten fähig sind? Ob ich das gedacht habe, das habe ich nicht gedacht. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es unter intelligenten Menschen, das kamen ja Deutsche, es waren keine Analphabeten, dass so eine Perversität stattfinden wird. Das konnte ich in meiner höchsten Fantasie mir nicht vorstellen, dass man Menschen vergasen wird. Für welche Arbeiten waren Sie im KZ eingeteilt? Ich war in Auschwitz, als Maurer. Ich habe, das werde ich noch darüber sprechen, als ich nach Auschwitz kam, hatte ich schon manche Zwangsarbeitslager hinter mich gebracht. Und ich habe schon so, sagen wir, einen 6. Sinn bekommen, wie man sich zu verhalten hat. Da habe ich aus der Ferne halbfertige Bauten gesehen, habe ich gedacht, vielleicht ist das eine Möglichkeit zu überleben und habe den Arm gehoben, was ist? Habe ich gesagt, ich bin Maurer. Haben sie mich noch gefragt, kennst du alles? Holländischen Verband, so ein Verband, ich weiß dann heute gar nicht mehr, welche Fragen sie an mich gerichtet haben. Ich habe gesagt, ich kann alles. Ich habe gelernt, ich kann alles, dabei hatte ich keine Ahnung, aber ist egal. Gab es auch Menschlichkeiten unter den Wärtern? Natürlich, ich bin gegen Verallgemeinerungen. Es gab. Einmal habe ich geweint bei der Arbeit. Kam einer und sagt, warum weinst du? Sagt, meine Zähne fallen mir aus, ich habe Skorbut. 2 Tage später fand ich eine Zwiebel versteckt, er hat Angst gehabt, mir das offiziell zu geben. Und es gab insofern eine Menschlichkeit, wenn ein Zivilist, wir haben gearbeitet manchmal, nicht nur mit SS, nicht nur mit Wachen, sondern auch mit Zivilisten. Ich war schon glücklich, wenn einer so gemacht hat, guten Tag. Da war ich schon im 7. Himmel. Und einmal war ich da, ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr, ich hatte nichts zu essen und musste arbeiten, ich konnte nicht mehr. Habe mich hingesetzt und habe gedacht, jetzt ist deine letzte Stunde gekommen. Jetzt gibt es gar nichts mehr. Auch die Hoffnung, die angeblich als letzte stirbt, die hatte ich auch nicht mehr. Und es ging mir durch den Kopf, ich dachte, die letzte Minute ging noch mein Leben so vor meinem geistigen Auge. Meine Kindheit, meine Jugend, die erste Schule, die Elementarschule, meine Lehrer, meine Freunde, mit denen ich im Sand gespielt habe. Also ich habe gesagt, jetzt ist der Schluss, jetzt ist Ende. Und auf einmal hörte ich ein Flüstern von der Saumseite, da war, er hat nicht an einem Tunnel gearbeitet, er hat auf dem Feld irgendwas gearbeitet, ich kann jetzt nicht sagen was. Da hörte ich ein Flüstern und robte mich mit einer letzten Kraft ans Fenster. Da stand mein Freund Abraham auf der anderen Seite und sagt, ich heiße Salomon, aber meine Freunde nennen mich im Diminutiv, nennen mich Salek. Sagt er, Salek, ich habe dir eine Kartoffel gebracht. Das ist heute, ich muss dazu sagen, manche Begriffe bekommen in speziellen Situationen einen ganz besonderen Wert. Wenn man heute eine Kartoffel sieht auf der Straße, weiß ich noch nicht, ob sich jeder bücken würde, um sie aufzunehmen. Aber damals war ich kurz vor einem Hungertod. Und das hatte zwei Gründe. Einmal, dass noch jemand auf der Welt ist, der an dich denkt. Und einmal, dass ich auch etwas roh oder gekocht, ist egal, das hat mir noch ein bisschen, ein letzten bisschen Kraft gegeben. Was mussten Sie in Auschwitz ertragen und was war das Schlimmste? Der Tod war immer unser Begleiter. Keiner war sich seines Lebens sicher. Nach aller kurzer Zeit gab es Selektionen. Was heißt Selektionen? Wir mussten alle nackt antreten vor einem SS-Arzt, wiederum mit dem Daumen nach rechts, nach links. Nach rechts ins Gas, nach links zur Arbeit, was noch nicht bedeutete, zum Arbeit in Auschwitz konnte man laut Statistik 6, wenn es hochkommt, 8 Wochen überleben. Aber so war es, so bin ich da hingekommen. Und was war das Schrecklichste? Ich muss sagen, uns ist das Gefühlsleben zum großen Teil abhandengekommen. Wir lebten nur nach Instinkt, nur etwas wie ein Tier, nur etwas zu essen bekommen, weil wir haben immer Hunger gehabt, nur etwas zu essen bekommen und vielleicht noch 1, 2 Tage dadurch zu überleben. Wie hat das KZ die Menschen verändert? Also ich muss sagen, das hat mich insofern verändert, dass ich bis heute nicht richtig funktioniere. Mir fehlt die Zeit, wo ein junger Mensch zu einem Menschen wird, wo ein junger Mann zu einem Mann wird. 6 Jahre fehlen mir. Ich werde vielleicht noch erzählen, wie ich dazu gekommen bin, nach dem Krieg erstmal zu lernen, wie man mit Messer und Gabel umgeht. Ich konnte mich nicht bewegen innerhalb einer Familie, innerhalb einer Gesellschaft. Und ich habe mich immer umgedreht, ob nicht ein Wachmann mit Maschinengewehr hinter mir herrennt. Weil 6 Jahre war ich immer unter Bewachung. Das hat sich ausgewirkt und das hat mich zum Teil am Anfang geprägt. Und das ist bis heute, sind noch Reste davon nicht geblieben. Hatten Sie noch Kontakt zu Leuten, die Sie im KZ kennengelernt haben? Zu den wenigen, die vom Krieg zurückgekommen sind, ganz wenige. Wenn ich zu Ihnen spreche, haben Sie einen vor euch, der als einer von 10.000 überlebt hat. Man schrieb das Jahr 1941. Ich war damals schon im Lager, ich war jung, ich war allein. Es war eine Zeit zum Gott erbarmen. Und ich habe gesucht, jemanden im Lager, einen Mithäftling, vor dem ich mich ausweinen konnte. Und habe mich einem Mithäftling angeschlossen. Und durch den ganzen Marsch, durch die vielen Lager, haben wir immer ein bisschen darauf geachtet, dass wir zusammenblieben. Er war anders, er war praktisch, ich war gefühlsmäßig. Und wir haben uns ein bisschen, wenn es Möglichkeit gab, 5 Minuten nach der Arbeit zu sprechen, hatten wir ein Thema und wir konnten uns ein bisschen unterhalten und haben immer darauf gedacht, dass wir in jedem Lager zusammen blieben. Zusammen heißt in dem gleichen Baracke, gleichen Kommando. Nach einiger Zeit habe ich erfahren, dass er in Bergen-Belsen befreit wurde. Gleich in den letzten paar Stunden wurden wir geteilt. Er kam anders, ich kam woanders hin, er kam nach Bergen-Belsen, ich nicht. Als wir alt wurden und aus dem Berufsleben raus waren, da haben wir uns noch manchmal getroffen, 1, 2 Mal in der Woche saßen wir zusammen und haben uns unterhalten. Und worüber spricht man? Da gab es den Krieg im Irak, Da gab es Präsidentschaftswahlen in Amerika und so. Und wir unterhalten dann, sagt er, weißt du noch damals im Lager? Weißt du noch damals, als es einen SS-Hund gab? Der hat mehr zu essen bekommen als ich. Du hast ihm gereizt und hast ihm von der anderen Seite die Schüssel geklaut. Und solche Sachen, oder wie man seinen Bruder in unseren Augen mit einer Eisenstange erschlagen hat und sowas. Also, weißt du noch damals, weißt du noch damals, das ist uns nicht aus den Köpfen gegangen. Und dann wurde er krank. Er wurde krank und er hat gesehen, es geht mit ihm zum Sterben. Hat er mich zur Seite gerufen, hat gesagt, Salek, ich habe eine Bitte an dich. Wenn ich jetzt sterben werde, sag ein paar Worte an meinem Grab. Und er ist verstorben, vor drei Jahren. Und ich habe gesprochen. Ich habe gesagt, jetzt verlässt du mich, Freund meiner jungen Jahre. Wer wird mich jetzt fragen, Salek, weißt du noch damals? Ich habe keinen mehr, denn in meinem Alter kann man keine großen Freundschaften mehr schließen. Da fehlt die Dimension der Zeit. Wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, sagen wir mal, er will mir ein guter Freund sein oder was, worüber kann ich mit ihm sprechen? Was jetzt passiert, wenn ich ihm sage, dass man in unseren Augen Menschen zum Tode verprügelt hat, geht dann nachher weg, um 5 Minuten bestellt das nächste Bier. Das nächste, also das geht nicht. Da ist, sagen wir mal, da ist mein letzter Freund von damals verstorben. Ich habe sehr darunter gelitten. Wie haben Sie sich am Tag der Befreiung gefühlt? Das ist lange her. Ich habe mich befreit gefühlt. Es waren die ersten Tage und ich wusste nicht, ich bin, als wäre ich zum 2. Mal geboren und das heißt, ich war wie ein Kind. Ich habe mir gedacht, was machst du jetzt? Was fängst du jetzt mit deinem Leben an? Ich habe gewusst, wenn ich mich umgedreht habe, niemanden hinter mich gesehen. Da habe ich gewusst, na, jetzt kannst du in die Straße reingehen, jetzt kannst du in ein Tor weggehen, jetzt kannst du aufrecht jemanden in die Augen sehen, ohne dass du gleich verprügelt wirst. Denken Sie, dass sowas heute nochmal passieren könnte? Eine schwierige, aber eine gerechte Frage. Wenn man Menschen so manipulieren kann, dass sie zu Mördern werden, glaube ich schon an alles. Außerdem gibt es den Film und das Buch Die Welle, dass man Menschen so umdrehen kann, dass sie Sachen machen, unglaublich. Also sagen wir einmal so, ich sage, alles ist möglich. Aber ich glaube, ich möchte das nicht, dass es nochmal so etwas passiert. Weder für Türken, noch für Juden, noch für Christen, noch für jemanden. Es gibt für mich Menschen und Unmenschen. Ich bin jetzt ein alter Mann. Und ich möchte nicht weggehen ohne ein Vermächtnis. Ihr seid jetzt jung. Und irgendwann werdet ihr erwachsen sein und einige von euch werden vielleicht Posten bekleiden, aus denen ihr in der Lage sein werdet, diese Welt ein bisschen besser zu machen, dass so etwas nie wieder passiert.